Herzlich willkommen zu dieser Videoserie mit dem Titel Das Falsche in der Lehre über den Neuen Bund von Reinhard Hirtler. Warum machen wir diese Videos? Viele Leute im deutschsprachigen Raum haben die Audiobotschaften von Reinhard Hirtler über den Neuen Bund sich angehört, sind fasziniert davon und übernehmen vieles bis alles. Und das macht uns große Sorgen, müssen wir sagen. Weil Reinhard Hirtler, er lehrt gute Dinge. Er lehrt biblische Dinge, aber er lehrt auch falsche Dinge, da sind wir fest überzeugt, unbiblische Dinge und in dem Sinn dann auch sehr gefährliche Dinge. Und das können wir und wollen wir nicht so stehen lassen. Es braucht eine Auseinandersetzung mit seiner Lehre. Wir beziehen uns in Bezug auf seine Lehre von Reinhard Hirtler auf eine 8-stündige Serie auf YouTube mit dem Titel Leben im Neuen Bund. Also diese Dinge, dort verweisen wir drauf. Und auch auf Predigten über den Neuen Bund aus dem Jahr 2017, die auf Soundcloud nachzuhören sind. Die anderen, die YouTube-Serie ist aus dem Jahr 2019. Ja, wie gesagt, Reinhard Hirtler, er sagt nicht nur falsche Dinge, sondern er sagt auch richtige Dinge. Er sagt richtige Dinge, weil er biblische Dinge sagt, Dinge, die in der Bibel stehen. Und wir sind da teilweise voll dabei und können Amen sagen, wenn es darum geht, du kannst dir den Himmel nicht verdienen, es ist nicht eine Werksgerechtigkeit, dass wir das auch wirklich hinterfragen. Hey, wo habe ich noch solche Gedanken, wo ich denke, hey Gott, ich kann Gott beeindrucken durch mein Bibellesen, durch mein Fasten, durch mein Beten, durch mein Zehnten geben. Wir sind voll dabei, dass er den Zehnten als etwas Alttestamentliches sieht und sehen auch, wie er, hey, im Neuen Bund, da ist es, wir gehören Christus, alles gehört ihm, wir leben ganz für ihn, volle Hingabe, wie es ja auch Reinhard Hitler wirklich auch leben will und teilweise auch vorbildlich tut. Also wir sind da voll dabei, voll bei ihm, wir sind voll bei ihm, wenn er sagt, hey, für den Glaubenden, da ist alles möglich, weil Jesus hat es gesagt und wir wollen im Glauben wachsen. Ich erlebe seit 7 Jahren Zeichen und Wunder und will wachsen darin. Ich will mehr glauben, ich will diesen Glauben haben, der diese Berge versetzt, wo Jesus ja das auch von jedem Jünger will. Also alles gute Dinge und da sind wir voll dabei, aber wir sehen ganz klar, Reinhard Hirtler sagt falsche Dinge. Er lehrt falsche Dinge und zwar in so einer Häufung, dass wir nicht schweigen können. Wir müssen diese Dinge beim Namen nennen und wir müssen das auch von der Bibel her aufzeigen und können es von der Bibel her aufzeigen. Welche Aussagen sind falsch und werden wir auch so als solche aufzeigen? Die erste Aussage, um die es gehen soll, wird sein, ist, der neue Bund ist unauflöslich. Du kannst machen, was du willst. Du wirst aus diesem Bund nicht herausfallen. Ja, können wir ganz klar von der Bibel her widerlegen. Zweite Aussage ist, der neue Bund wurde zwischen Jesus und Gott dem Vater geschlossen. Auch da haben wir einiges zu sagen. Das dritte ist, die Gebote Jesu gelten für uns nicht mehr. Im neuen Bund. Im neuen Bund. Viertens, Gott straft nicht mehr, egal was du tust. Fünftens, für die Rettung ist allein der Glaube ausreichend. Und sechstens, einander zu segnen ist falsch. Also in Lukas zu sagen, Gott segne dich, das wäre nicht gut. Nach der Aussage. Für Reinhard Hirtler sogar ein Fluch. Wäre ein Fluch, also muss man aufpassen. Und da haben wir eben auch was dazu zu sagen. Siebtens, im Neuen Bund gibt es kein Bitten mehr. Auch sehr spannend. Achtens, es gibt kein Leiden, nur Überfluss im Neuen Bund. Und im 9. Video, unsere 9. Message ist, die Bibel soll nur durch die Brille des Neuen Bundes gelesen werden. Und es gibt einen Vers, der wichtiger ist als alle anderen. Hochgefährlich, hochgefährlich. Und ich hoffe, ihr hört euch all diese Videos an. Wenn ihr Reinhard Hirtler komplett gehört habt, bitte hört auch
unsere Videos an, damit sie euch hoffentlich helfen, einfach das Ganze von Reinhard Hirtler wirklich einzuordnen und wirklich die biblische Wahrheit zu erkennen. Wir behaupten nicht, dass wir die komplett perfekte, richtige Interpretation der Bibel haben. Um das geht es uns nicht, sondern es geht uns darum, einfach zu zeigen, dass Reinhard Hirtler eigentlich offensichtlich, wenn man die Bibel fährt, die Bibel wirklich gut kennen würde, eigentlich offensichtlich an verschiedenen Punkten der Bibel widerspricht. Uns eint die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, aber auch die Liebe zur Wahrheit, wie es im 2. Thessalonicher Brief heißt. Es ist unser Anliegen, dass die Wahrheit über den neuen Bund, wie es die Bibel lehrt, rauskommt. Die Wahrheit über Rettung, die Wahrheit über das Evangelium. Und darum machen wir diese Serie nicht gegen Reinhard Hirtler als Person, als Mensch, aber wir hinterfragen ganz klar seine Lehre mit dieser Serie. Unser Anliegen ist einfach, mit euch zusammen alles zu prüfen. Prüfe nicht, es heißt nicht, prüfe alles und das Gute behalte, sondern prüft alles. Es ist etwas, was im Leib geschehen soll. Und Reinhard Hirtler hat diese Dinge gepostet, öffentlich gepostet. Und darum ist es an der Zeit, dass eben auch öffentlich auch Videos gegeben werden, wo die Dinge hinterfragen. Und damit andere wirklich zusammen mit ihren Geschwistern ringen können, hey, was ist jetzt wahr? Ist jetzt das wahr, was Reinhard Hirtler sagt? Oder ist das wahr, was Andi und Lukas sagen in Bezug auf die Bibel? Was lehrt wirklich die Bibel? Und da bitten wir euch einfach, schaut euch alle Videos an. Wenn ihr alle Videos von Reinhard Hirtler angeschaut, schaut bitte auch diese Videos an. Gott möge euch helfen, das rauszunehmen, was wichtig ist für euch.